Hey, mein Name ist Sebastian und schön, dass du eingeschaltet hast. Heute möchte ich dir drei DIYs zeigen, die du mit IKEA-Möbel umsetzen kannst. Also ein richtig, richtig tolles IKEA-Hack-Video. Ich würde sagen, nach dem Intro geht's los und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich liebe es heute noch in IKEA reinzugehen und einfach zu shoppen. Und wer kennt dieses Gefühl nicht? Du gehst einfach rein, willst eine Sache haben und gehst mit 5 oder 10 raus, ne? Beziehungsweise der ganze Einkaufskorb ist dann voll. Und ich habe im Lauf meiner DIY-Serie hier oder meine Videos, die ich hier produziert habe auf YouTube, gab es unter anderem 1, 2 IKEA-Projekte. Die sind so ein bisschen untergegangen und die möchte ich dir heute so ein bisschen zeigen. Fangen wir einfach an mit einem IKEA. Ich glaube, das ist ein Bestseller. Den Lacktisch. Und zwar habe ich das Ganze aufgearbeitet. Ich habe den quasi umfunktioniert. Also es ist ein Tisch noch geblieben, aber der hat eine ganz, ganz andere Oberfläche bekommen. Also ein bisschen Vintage, ein bisschen rustikal das Ganze. Und ich habe das Ganze mit Rollen versehen. Und das Ganze geht wirklich ganz, ganz einfach. Ich habe dazu eine Europalette genommen, beziehungsweise Einwegpalette. Die gab es damals noch umsonst. Die habe ich komplett zerlegt, mir das Ganze dann auf der Oberfläche vom Lacktischregal angehalten und das Ganze dann mit einer kleinen Tischkreissäge, die Bosch GTS 10x10, also eigentlich auch ein Bestseller von Sägen. Dazu gibt es auch ein extra Video. Damit habe ich das Ganze dann auf Länge gesägt und auch alle Sachen, die ich dazu benötige. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Säge, die ich euch wirklich empfehlen kann für den Einsteiger oder sogar für den Profi. Damit habe ich dann mir einen Rahmen zugesägt auf Gärung, den ich dann ringsherum festgeleimt und zusätzlich vernagelt habe mit einem Druckluftnagler. Und danach habe ich die Füße unten, wenn man sowas aufsägt, meistens sind so IKEA-Möbel, man sagt ja auch Pappelmöbel, ist das Ganze hohl. Und das habe ich dann verstärkt, indem ich was reingeklebt habe, so ein Stück Holz, um damit dann später 4 Rollen anzuschrauben, damit der Tisch dann mobil ist. Die Fläche habe ich dann mit so Holzresten beplankt. Die Beplankung habe ich einfach mit einem Druckluftnagler gemacht. Der jetzt zu Hause keinen Druckluftnagler hat, kann natürlich auch ganz normale Nägel nehmen. Das geht auch. Und du brauchst auch gar keine Tischkreissäge. Ich habe das nur gemacht, damit nicht so viele Ritzen oder Lücken entstehen. Du kannst das Ganze auch ganz normal von der Palette, so wie die Bretter kommen, zusammenfügen, dir ein tolles Muster machen, Leim raufklatschen, ein paar Nägel und dann hält das Ganze auch. Wichtig ist, dass du das am Ende schön schleifst, damit du dir am Ende keinen Splitter zufügst. Wenn du da mal dann frühstückst oder das ganze Ding dann anfasst. Ja, und fertig ist der tolle Beistelltisch, ein Eyecatcher, denn so ein Ding hat garantiert niemand von euch zu Hause und man kann auch ganz, ganz schwer erkennen, dass es mal ein Tisch war von IKEA. Und jetzt kommen wir zum nächsten IKEA-Hack oder Upcycling-Projekt. Und zwar geht es um Kallax-Regal. Ein Kallax-Regal kennt bestimmt jeder von euch. Das ist ein Regal, was, glaube ich, mit 4 Fächern anfängt, dann mit 6, dann mit 8 und geht natürlich auch nochmal in die Höhe. Und so eins habe ich mir besorgt in Weiß, denn ich habe ein Sideboard gebaut daraus. Und dieses weiße Kallax-Regal war ziemlich ramponiert. Sprich, an allen drei Stellen waren irgendwie Rückstände von irgendwelchen Klebepads, dann wurde da durchgebohrt, dann sind die Kanten leicht abgegangen, dann war es sehr, sehr stark zerkratzt. Und das Schöne an diesem Projekt jetzt, an diesem Sideboard, du brauchst die Seiten nicht. Das heißt, die Sichtflächen von außen sind gar nicht relevant, denn wir beplanken das Ganze mit unserem Holz, je nach Geschmack. Ich habe jetzt Leimholz verwendet, das ist so ein dunkles, so ein helles Kiefernholz, das ich mir dann auf Maß zuschneiden lassen habe im Baumarkt. Und ich habe das Ganze dann gebeißt mit einem dunklen Nussbaumton. Und dadurch, dass wir dann innen drin das Ganze hell ist und außen dunkel, haben wir so einen richtig tollen Kontrast, also einen richtig geilen Hingucker. Und von hinten habe ich mir dann eine Rückwand besorgt, 5 mm stark, so eine Kunststoffplatte. Die habe ich mir bei Plattenzuschnitt 24 bestellt. Das ist mein Plattenpartner. Ihr bekommt übrigens dort auch andere Plattenmaterialien. Beispielsweise die Beplankung von außen könnt ihr euch dort auch auf Maß zuschneiden lassen. Sprich, ihr könnt ein Spanplattendekor anbringen an den Seiten, also was ganz, ganz anderes, so dass das wirklich ein Eyecatcher wird für euch zu Hause. Und die Rückwand habe ich dann hinten festgeschraubt
Und unten habe ich dann nochmal zum Schluss vier Füße angebracht. Also ein richtig, richtig tolles Sideboard. Kann man natürlich auch mit vier Fächern machen, mit sechs, mit acht. Oder ihr nehmt einfach zwei Achter und macht eine richtig ganz lange Seile, eine coole Bar daraus. Also da ist eure Kreativität wirklich keine Grenzen gesetzt. Und das Ganze ist wirklich ein richtig, richtig tolles Upcycling-Projekt geworden. Weil, wie gesagt, das Ding, das hatte sich so niemand mehr in die Wohnung gestellt. Bedingt von den Stößen, von den Kanten, die abgebrochen sind und so weiter und so fort. Übrigens, wenn ihr solche Kanten habt, die leicht abstehen, könnt ihr Leim reindrücken oder Silikon und das Ganze dann wieder mit einer Schraubzwinge fixieren oder mit Tesafilm. Und dann erfüllt das auch seinen Zweck für die Jahre. Und das nächste Projekt, was ich dir empfehlen kann, das habe ich allerdings gekauft, gibt es aber auch ganz, ganz oft zu sehen auf eBay Kleinanzeigen. Also wenn ihr irgendwie Möbel sucht oder ausgediente IKEA-Möbel, guckt auf eBay Kleinanzeigen. Meistens bekommt ihr die ganzen Sachen auch geschenkt, weil der Eigentümer die nicht entsorgen will, das ist sperrig. Und dann werden die meistens auch für kleines Geld bzw. verschenkt angeboten. Da habe ich mir aber jetzt, da diese nicht im Umkreis zu verschenken waren, es geht um ein Lackregal. Lacktisch, Lackregal. Da habe ich mir drei Stück von IKEA besorgt. Gibt es auch in Weiß, in Schwarz-Matt und auch in Holztönen. Und die drei habe ich mir umfunktioniert als, ja, als, soll ich sagen, als so ein rustikales Loft-Design-Regal habe ich mir das Ganze umgebaut fürs Badezimmer. Ich habe die drei Regale einfach an die Wand angebracht, alle symmetrisch untereinander bzw. parallel. Und habe dann mit einem Forstnerbohrer vorne Löcher reingebohrt. Es gibt so Heizungsrohre im Baumarkt, also so Kupferrohre und so passende Muffen, die man einfach draufsetzt und dann zusammenschraubt. Und die habe ich dann in die Bohrung hineingesteckt. Ganz, ganz simpel das System. Die Heizungsrohre kannst du mit einem Rohrschneider zuschneiden. Das ist einfach so ein kleines rotes Teil, wo du das Rohr reinsteckst, die Schraube anziehst und dann ist so ein kleines Schneidrädchen. Du drehst dann quasi das Rohr einmal um seine eigene Achse und dann kannst du das Rohr durchbrechen. Ein ganz, ganz simples Projekt und macht wirklich ja im Badezimmer oder je nachdem, wo du das Ganze hinbaust, eine Menge aus. Mich haben wirklich viele, viele Besucher dann angesprochen. Hey, cool, wo hast du das coole Regal her? Mach ich, hey, habe ich selber gebaut. Lackregal, was ich was, drei Stück bei IKEA für, ich weiß es nicht, wie der Preis ist, 10 Euro, 15 Euro, für 45 Euro plus die ganzen Kupferrohren bist du bei 60 Euro und hast einen richtig, richtig tollen Eyecatcher dir gezaubert. Und ja, das war in der Tat wirklich ein Hingucker. Ja, das waren meine drei IKEA-Upcycling-Projekte, die ich gemacht habe. Wenn ich in meinem IKEA drinne bin, mir kommen wirklich ganz, ganz viele Ideen, was ich noch so mit IKEA-Möbeln umbauen könnte. Wenn du sowas schon gemacht hast, dann lass es mich doch wissen, lass einen Kommentar da, was du umfunktioniert hast. Ich spreche jetzt nicht, wie am Anfang des Videos, einen Lacktisch zum Tisch umgebaut hast, sondern wenn du jetzt ein Regal umgebaut hast zum Sideboard oder einen Tisch umgebaut hast zu einer Küche, also richtig krasse Verwandlung, dann lass es mich doch wissen, würde mich riesig darüber freuen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Freitag wieder zum nächsten Video. Ja, bis dahin, euer Sebastian. Ciao. Ach so, und alle Videos, die du jetzt gesehen hast, findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da gibt es nämlich eine genaue Anleitung von mir für euch, Schritt für Schritt zum Nachbauen. Tschüss.